Hallo. Wir sitzen hier auf der Trommelstation. Und neben mir sitzt Dirk. Hallo. Hi. Und ja, ich bin hier, weil wir wollen hier mehrere Seminaren auch gerne organisieren für unsere Fachausbildung und mit dem Thematik Ethogramm, quasi im Verhaltenskatalog. Aber eben nicht nur das, weil wir müssen tatsächlich auch uns Gedanken machen in der Ausbildung, wozu dient biologisch welches Verhalten? Wie leben Hunde quasi miteinander ohne großen menschlichen Einfluss? Wie beeinflussen die sich gegenseitig so gesagt, ohne dass die unsere menschliche Form von Verhaltensbeeinflussung handhaben? Ja? Weil meine persönliche Meinung ist noch immer, quasi, man kann viel mehr lernen von Hunden, wie die sich untereinander benehmen. Für uns auch als Hundebesitzer, wie man sein Tierhund betrachten muss und wie man möglicherweise auch einen vernünftig adäquaten Umgang finden muss. Ich sehe Hunde noch immer als der beste Hundeerzieher und nicht uns als Mensch als beste Hundeerzieher. Ja. Oder Dirk? Ja. Ich habe ja bei meinem ersten Hund Benny sehr viel falsch gemacht, aber ich hatte nicht nur den Wunsch, dass er das tut, was ich will, sondern ich war auch bereit zu gucken, ja, was er macht, warum er es macht, selber dazu zu lernen, von meinem Hund zu lernen. Und so sind wir dann über die Jahre, denke ich, ein recht gutes Team geworden. In der Trommelstation sind zwei Rudel Dingos. Einer Rudel hat seine natürliche Scheue, die hier im Gehege auch gezeigt wird, weil wir sind gerade in diese Rudel, wo die Hunde noch eine natürliche Scheue zeigen. Die andere Gruppe, das andere Rudel, ist eigentlich konfrontiert gewesen mit Handfütterung und somit viel aufdringlicher, viel distanzloser. Das ist ja kennzeichnend für das, was passiert mit Handfütterung. Jetzt bin ich gespannt, ob die Hunde neugierig werden nach uns. Ja, jetzt sehen wir, dass dann doch der Dirk bekannt ist, weil der Dirk ist quasi der Brücke, sehen wir hier. Erstmal Dirk Hallo sagen, weil die ist schon einigermaßen bekannt und von der Position bei Dirk aus wird dann irgendwie weiter mal geguckt. Ja? Also auch hier sehen wir, die Neugierde ist da. Ja? Und wir sehen aber auch, dass Neugierde so eine Sache ist, die man am liebsten tut, beginnend mit etwas, was bekannt ist. Und wäre das alles unbekannt, ja, dann würde eine Blockade kommen. Aber hier sieht man tatsächlich so etwas wie über Dirk von bekannt dann beäugen quasi. Ja? Aber auch er, über ihn, ja, an uns. Ne? Er hat sich vorgewagt, er hat nachgezogen. Ja. Wenn der Chef dazwischen steht und das vermittelt, dann kann man mal ein Risiko eingehen. Ja, das ist dann tatsächlich auch so eine Brückefunktion eigentlich, ja? So eine Intermediärfunktion. Ja. Ja, das ist interessant, weil so kann, ich sag mal, etwas Neues entdeckt werden und beschnuppert werden. Jetzt ist er dann endlich so weit, dass er auch bei den anderen, die im Hintergrund sind und zugucken, irgendwie klar macht, der ist anscheinend auch nicht so gefährlich, der möchte auch nicht so viel. Ja. Geruchsaufnahme. Und keiner von uns Menschen weiß, was riecht er alles an mir. Ja, und das würde ich wirklich gerne mal nachvollziehen, ja, können. Es gab so ein leichtes, so kurze Vorsichtsverhalten, habe ich gesehen. Und eigentlich macht er auch klar so quasi Daibor. Du bist zu Besuch. Ja, das ist mein Wohnzimmer. Und ich finde auch, wenn man hier die Trommelstation besucht, sollte man nicht der typische Tourist sein, sondern sich echt bewusst sein, man ist zu Besuch bei den Tieren und das ist deren Wohnzimmer. Und das bedeutet, dass man tatsächlich auch dafür Respekt haben muss. Also, was ich meistens nicht leiden kann, ist im Zoo diese ganze Lärm, die fabriziert wird für die Tiere. Das ist auch so eine Sache, wo die Menschen dann selber schuld sind. Gut, ich sag mal, viele Zootiere sind quasi desensibilisiert. Aber trotzdem, die Anna jetzt, die Tierärztin, hat gesagt,
Die Zoos haben wohl im Moment auch einen Fortpflanzungsrekord zu verzeichnen, eben weil nicht so viele Leute da waren, die Lärm gemacht haben und die Wildtiere entspannter sind. Nachdem der älteste Hund uns eigentlich so etwas exploriert hat, kehrt die Ruhe ein, er legt sich entspannt hin und das bedeutet für die anderen auch, dass anscheinend kein Gefahr droht. Wir Menschen ticken ähnlich, wenn wir in eine für uns völlig unbekannte Umgebung kommen oder mit unbekannter Reizung konfrontiert werden. Dann sind wir einerseits neugierig, aber auch vorsichtig. Und das ist quasi biologisch auch normal. Und wir kennen viele Hunde, wobei das nicht mehr der Fall ist. Ja, die sind nur neugierig und nicht mehr vorsichtig. Ja? Und das ist eigentlich eine Sache, die tatsächlich mit Reizverarbeitung zu tun hat, die bei sag mal, domestizierten Tieren möglicherweise doch ein wenig anders läuft als bei Hunde, die in diesem Fall, so wie der Dingo, eigentlich, ich muss echt sagen, weniger domestiziert sind oder eigentlich die Entwicklung ist wieder eine andere geworden, oder Dirk? Ja, sie sind zwar vollständig domestiziert in Australien angekommen, aber dann haben sie länger verwildert gelebt als jedes andere Haustier, was verwildert ist, wie zum Beispiel die spanischen Reitpferde, die man heutzutage Mustangs nennt in den Vereinigten Staaten, die auch nur verwilderte Hauspferde sind. Aber bei allen Haustieren, die wir kennen, die verwildert sind, handelt es sich nur um Verwilderung seit Jahrhunderten. Beim Dingo, die sind seit Jahrtausenden verwildert, mussten seit Jahrtausenden ohne menschliche Hilfe überleben können. Und dort hat die Natur eben wieder selber eine Auslese betrieben und die ging zurück zum Wildhund, zum Wolf. Und zwar vor allen Dingen in Bereichen der Fortpflanzung und der Jagd. In anderen Bereichen teilweise nicht so stark. Und, aber man kann schon verstehen, dass es vielen australischen Forschern auch schwerfällt, den Dingo genau einzuordnen. Ist es nun ein verwilderter Haushund? Ist es eine eigene ständige Wildhundart oder einfach nur eine Wolfsunterart? Ja. Corbett zum Beispiel, der bekannteste Dingo-Forscher in Australien, das behauptet, weil die Dingos eben, obwohl sie ursprünglich Haustiere sind, oder waren, einheitlich aussehen, ein relativ einheitliches Verhalten haben und eben absolut fähig sind, ohne menschliche Hilfe zu überleben. Und ja, dann ist es wirklich eine wissenschaftliche Definitionsfrage. Tut man den Dingo schon wieder als Wildhund ansehen? In Australien vertritt er sicher die Rolle des Wolfs, die auf anderen Kontinenten vom Wolf oder Rothund oder afrikanischen Wildhund eingenommen wird. Und er macht es perfekt. Und wo die Entwicklung hingehen wird beim Dingo in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden, ist schwer abzusehen. Ja. Also ist er schon auf einem Niveau, wo er für diese Verhältnisse in Australien optimal angepasst ist? Oder muss noch eine weitere Anpassung an natürliche Gegebenheiten stattfinden? Also eigentlich muss man sagen, die Anpassungsfähigkeit ist ja quasi auch normale biologische Aspekte, dass man wirklich sieht, dass evolutionär sich Tiere anpassen. Aber wenn ich das jetzt mal richtig versuche zu interpretieren und wenn ich da falsch liege, kannst du auch das korrigieren. Aber damit wäre für mich quasi so eine Sache klar, dass man sagen kann, wenn wir über wieder verwilderte, domestizierte Tiere reden, und da entwickeln sich zurück quasi mehr in die Richtung von der Wildform. Ja? Dann muss man eigentlich feststellen, dass genetisch bedingt quasi beim domestizierten Tier alles eigentlich noch vorhanden ist. Das ist absolut richtig, ja. Ich würde sagen, der Dingo hat noch über 99% vom Wolf. Mit einer kleinen Ausnahme, das ist die Wildfarbe. Die tritt nämlich beim Dingo und auch bei den anderen Shenzi-Hunden rings um den Äquator oder ist auch in den letzten Jahrtausenden nie wieder aufgetreten. Und, aber ansonsten vom Verhalten, von der Fähigkeit, bessere Sinnesleistungen wieder zu gewinnen, die relative Gehirngröße, auch dass eine Weiterentwicklung in der Gehirngröße stattfindet, all das findet statt. Also ich wüsste jetzt außer der
ursprünglichen Wildfarbe keine Ausnahme davon. Domestikation bedeutet nicht, dass wir etwas Neues hinzugefügt haben, sondern es ist vielmehr so, dass Domestikation ein Prozess geworden ist, wodurch die Wahrnehmung eine andere ist als die Wahrnehmung von Wildtieren. Und dadurch eigentlich die domestizierten Tiere eher Sachen besser ertragen können. Ja. Ja. Und nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also ist natürlich extrem ausgedrückt. Die, ja. Tiere, die Haustiere nehmen nicht mehr nichts wahr, aber sie nehmen weniger wahr, weil die Sinnesleistungen schlechter sind, die Verarbeitung der Sinnesleistung reduziert ist. Ja. Und deswegen leben sie wirklich in einer, mit einer verarmten Werkwelt. Und deswegen können sie die Sachen besser ertragen. Als ja. Können die Haustiere das besser ertragen als die Wildtiere. Genau. Das ist Yellow. Yellow. Ja, der ist auch sehr neugierig und zutraulich. Das Interessante ist tatsächlich auch die großen individuellen Unterschiede. Eben die Claudia, die Hündin, die mal kurz an den Magen gerochen hat. Ne? Die hat eine Schwester. Ich habe die Claudia und Christine halt eben genannt, nach den zwei Mädels, die mir helfen. Ne? Ja. Und da ist gerade nur mal ein zwei Weibchen da übrig geblieben, von Wurf überlebt. Und das Interessante ist, die sind auch von der Zeichnung komplett identisch. Also wie stark die weiße Schwanzspitze ist, wie hoch die weiße Farbe an den Pfoten ist und so weiter. Aber vom Verhalten sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann man wunderbar vergleichen, weil das ist ja ein Wurf. Und ich habe mich um keine der beiden irgendwie gekümmert. Ne? Und die Claudia ist wieder Yellow hier so, neugierig. Komm, wenn ich da sitze, tut sie so, als hätte sie irgendwas zu tun am Boden und riecht rum und hat ein Stöckchen oder irgendwie ist sie beschäftigt, ne, und kommt so immer näher. Und die Christina, die ist total skeptisch, misstrauisch und zurückhaltend. Ja. Ja. Und das, ich habe mir ja bis jetzt immer, weil wir ja früher so verschiedene Rudel hatten, mehr Gedanken gemacht, auch über die hundetypischen Unterschiede zwischen den Rudeln. Und hier kann ich mir doch auch jetzt sehr Gedanken machen um die individuellen Unterschiede. Die Persönlichkeiten, genau. Ne? Ja, und genau, das ist, genau. Das ist so eine Sache, die viele Hundebesitzer eigentlich auch nicht verstehen, dass man zwar den Welpe aus einem Wurf haben kann, aus der gleichen Wurf haben kann, aber jeder Welpe hat seine eigene Biografie. Ja, auch wenn die aus dem gleichen Wurf kommen. Ja, selbst bei den Marderhunden, bei den zwei eben. Ja. Das ist auch ein Wurf, zwei Weibchen. Ja. Und die eine auch. Viel neugieriger, aufgeschlossener, selbstbewusster. Ja. Und die andere drückt sich dann die eingeschüchtert immer noch in die Ecke, obwohl beide dieselbe Behandlung genießen. Ja, ja, genau. Das ist, wo man wirklich sagen muss, der große Unterschied, die es in Sensibilität haben kann, steuert auch, wie die Umgebung wahrgenommen wird. Und das ist... Aber das ist wirklich erstaunlich, weil ich ja denke, gerade also bei menschlichen, bei Mischlingen und so weiter, bei Menschenzuchten, erstaunt mich das nicht so sehr, diese individuellen Unterschiede, weil ja die Natur immer doch viel stärker selektiert auf einheitliches Verhalten, weil ein bestimmtes Verhalten ist eben nützlich in der Umgebung oder mit Fressfeinden etc. Und trotzdem, auch selbst bei den Marderhunden, die so einfach sind vom Verhalten, hätte ich nicht diese individuelle Unterschiede schon, klar. Ja. Wenn wir mit hochentwickelten Säugetieren, wenn wir darüber reden, haben wir selbstverständlich Unterschiede. Ja. Aber dass es so deutliche Unterschiede sind, ist echt erstaunlich. Ja. Jetzt wirken wir deeskaliert, merkst du? Ja. Dann gibt es doch eine andere Priorität. Gut, beim Benny war es vielleicht beides. Also ich meine, er war auf der einen Seite viel gewohnt. Ja. Auf der anderen Seite aber hat er auch viele verschiedene Verhaltensweisen gelernt. Ich glaube, das ist bei vielen Hunden nämlich das Problem, dass sie
gar nicht lernen mussten, wie man Konflikte löst. Zusammen Sozialverhalten zeigen, das ist ganz fantastisch. Ja. Ja, das hat ja, das ist dann soziale Toleranz, hè? Auch und vor allem in der, das ist ja in der eigenen Gruppe und das ist ja auch in der Regel, wie ich sag mal, Hunde beobachtet werden, so wie hier in der eigenen Gruppe. Aber du hast bestimmt auch viele Anekdoten, was passiert, wenn ein Hund zum Beispiel von einer anderen Gruppe im Gehege kommen würde, oder? Ja, die Erfahrung mache ich glücklicherweise nicht so oft, weil das kann sehr problematisch werden. Ja, und dann reden wir tatsächlich über Territorialverhalten. Genau. Ja. Und Raben habe ich hier gesehen, den Milan habe ich hier gesehen, der Rotmilan. Wir haben zurzeit Falken vorm Haus brüten, direkt in den zwei Fichten vorm Haus. Zum ersten Mal, ich wollte ja schon immer Greifvögel oder Eulen. Ja. Hier. Und seit fast 30 Jahren zum ersten Mal dieses Jahr brüten die hier. Schön, das ist geil. Ja, wir haben hier toll, echt Betrieb zwischen Raben. Ja. Oft sind 6 Milane, Raben, Krähen, alles. Ja. Die hier auf Futter warten. Hier ist ein Flugbetrieb. Ja, das ist schon sagenhaft. Ja. Ich liebe das. Ja, wir sind aus dem Gehege raus und dann kommen die dann doch etwas neugierig gucken, so von prima, jetzt sind wir wieder in unserem Wohnzimmer alleine, untereinander. Ja, da kommt noch jemand nach. Gucken, was tut er noch länger da. Ja. Ja. Teilweise sieht das auch ein bisschen aus wie eine Mischung von Spiel, spielerische Provokation, Dominanz. Also das ist hier sehr ausgeprägt. Ja. Na du. Und es gibt hier auch öfters mal Konflikte zu filmen als oben im Rudel, was normalerweise sehr harmonisch ist. Obwohl der Wurf, der jetzt im Dezember geboren worden ist, vielleicht auch durch die Klimaverschiebung etwas verfrüht. Ja. Wenn die Jungen da geschlechtsreif werden, dann gibt es mal eine Phase, wo häufige Aggressionen sind. Ja, deftige Werte. Genau. Ja. Und danach wird es aber wieder harmonisch. Ja. Und oben bei dem Rudel könnte es sein, dass es sich sowas jetzt ankündigt. Also wenn zum Beispiel in einem Monat beobachtet wird, könnte dann auch da eine Phase sein, wo häufige Aggressionen zu sehen sind. Herr Pluto, du weißt doch eigentlich, dass du hier nicht rein sollst.